Ich darf euch heute mit einem kleinen Ausschnitt aus meinem Thriller Insellösung belästigen. Hier ein paar Worte, worum es geht. Sabine Mühlbauer, 39, will auf Mallorca eine Auszeit von Ehe und Familie nehmen. Eine Zufallsbekanntschaft und später heftiger Urlaubsflirt. Der 45-jährige Werner Gruber gesteht ihr nach einigen Tagen den Doppelmord an seiner Frau und ihrem Liebhaber. Sabine ist natürlich nicht von Begeisterung geschüttelt. Bei einem Treffen am Strand macht sie als Geliebte mit Werner Gruber Schluss, möchte aber weiter mit ihm gut befreundet sein. Das funktioniert. Um dies zu unterstreichen, geht sie spontan mit ihm, nicht ins Bett, im Mittelmeer schwimmen. Wir haben ja Jugendliche hier, deswegen. Das ist ein verrücktes Ding. Während Werner sie anstarrt, fordert sie ihn auf, doch endlich Hose und T-Shirt auszuziehen. Willst du warten, bis es Winter wird? Beeil dich doch mal und komm ins Wasser. Sabine zieht die Strandschuhe aus, dreht sich um und läuft über den Sand. Das noch etwas kühle Wasser spritzt in kleinen Fontänen an ihr hoch. Nach ein paar Metern steht sie bis zu den Knien im Mittelmeer und dreht sich zu ihm um. Er hat es endlich geschafft, sich seiner Kleider zu entledigen und begibt sich vorsichtig in die seichten Fluten. Wird sie den Mund halten? Sie weiß jetzt alles. Seine Gedanken kreisen, als er die schöne Frau lächelnd im Wasser stehen sieht. Seine Geliebte, jetzt nur noch Freundin. Er kann es nicht fassen. Was sie ihm gesagt hat, ich muss sie bei der Stange halten, sonst packt sie aus, schießt es ihm immer wieder durch seine Gehirnwendungen. Bei der Stange halten, genau im wahrsten des Wortes, denkt er und muss sich selbst über seine zweideutige Fantasie schmunzeln. Jetzt können die Kinder wieder die Hände von den Ohren nehmen. Sabine schreit wie ein kleines, naives Mädchen und wirft sich aufs Wasser. Komm, Werner, komm endlich. Der Sand im Wasser ist weich und man sinkt bei jedem Schritt ein. Anstrengend, aber gesund für die Füße. Lass uns zum Boot schwimmen und uns dranhängen. Das schaukelt so schön, ruft sie und legt sich auf den Rücken. Zu Hause im Schwimmbad geht Rückenschwimmen meistens nicht, weil zu viele Leute im Becken sind. Wer hat da gelacht? Ich meine das Becken vom Schwimmbad. Mensch, hoffentlich hält Sabine dicht. Frauen quatschen immer so viel mit ihren Freundinnen. Ich muss ihr nochmal impfen, nochmal abklopfen, wie sie so über mich denkt. Kann ich ihr wirklich vertrauen? Auf dem Wasser sind die Entfernungen schlecht einzuschätzen. Und die beiden brauchen eine Weile, bis sie das in den leichten Wellen dümpelte Ruderboot erreichen. Jetzt ist Werner schneller und hängt sich mit beiden Händen an den Bootsrand. Als Sabine eintrifft, streckt er ihr einen Arm entgegen. Sie nimmt ihn gerne und lässt sich heranziehen. Werner küsst sie auf den Mund. Das Salzwasser schlägt ihr ins Gesicht, als der Bootskörper in ein kleines Wellental rollt. Er küsst sie noch einmal und versucht mit der Zunge ihre Lippen zu öffnen. Sofort dreht Sabine sich weg. Werner, bitte, sagt sie leicht empört. Ja, ich weiß, Freundschaft, erwidert er kalt und dreht sich auf die andere Seite. Das Boot ist knallrot und scheint neu lackiert zu sein. Am oberen Rand ist ein schwarzer Streifen und die Farbe hat eine Fahne gezogen. Unsaubere Arbeit, denkt er, das hat ein Laie gemacht. Er dreht sich wieder zu Sabine. Ein Teil ihres langen Haares schwimmt auf dem Wasser. Es sieht reizvoll aus. Werners Blick wird starr. In seinem Kopf hämmert es fürchterlich. Das Boot rollt in den Wellen. Es bewegt sich auf und nieder, auf und nieder. Mit der vollen Kraft seines linken Armes packt er seine geliebte Sabine an ihrer Schulter und drückt sie unter Wasser gegen die Bootswand. Er lässt seine zweite Hand vom Bootsrand los, tritt mit den beiden stoßweise nach unten, um selbst nicht mit dem Kopf unter Wasser zu kommen. Er braucht seine ganze Energie, um die Frau nach unten zu drücken. Ihr Körper wehrt sich verzweifelt und sie stößt mit den Armen nach ihm. Sie versucht zu treten, aber es gelingt ihr unter Wasser nicht. Plötzlich wird es leichter für ihn. Sabines Kopf ist unter das Boot gerutscht. Werner schafft es, sich wieder mit einer Hand am Rand festzuhalten und drückt seine Freundin mit der anderen brutal unter Wasser. Sekunden werden zur Ewigkeit. Ihr Kampf ums Überleben ist genauso kräftezehrend wie sein Kampf, sie weiter unter Wasser zu halten. Er prallt mit dem Gesicht gegen die Bootswand. Seine Nase blutet und brennt wahnsinnig. Durchhalten, hämmert er sich ins Hirn. Es ist gleich vorbei. Du schaffst es.
Die Frau kämpft einen verzweifelten Kampf und stößt immer wieder von unten gegen den Kiel. Werners Körper will aufgeben, aber sein Gehirn sagt, weitermachen. Sein linker Arm greift wie eine Zange immer tiefer in die Schulter von Sabine. Luftblasen, steigen Luftblasen hoch. Gleich hast du es geschafft, redet er sich laut vor. Gleich haben wir es beide geschafft. Der Mann weint plötzlich wie ein kleiner Junge und merkt im ersten Moment nicht, dass seine linke Hand ins Leere greift. Nach weiteren quälenden Sekunden schaut er nach unten und sieht den hellen Schein ihres Körpers nicht mehr. Völlig erschöpft hängt er sich mit beiden Händen an den Bootsrand und lehnt sein Gesicht gegen die rote Farbe. Minuten verstreichen. Er möchte nur weg, schnell, weit weg. Aber er muss erst wieder Kräfte sammeln. Das Stück zurückschwimmen erfordert Kraft, die er im Augenblick nicht mehr hat. Ein dumpfer, harter Schlag auf seine Hand lässt ihn aufschreien. Seine Finger brennen wie Feuer. Die Knöchel scheinen gebrochen. Sabine hat sich mit allerletzter Kraft an der anderen Seite ins Boot gerettet. Steht jetzt in dem schwankenden Boot mit einem Ruder in der Hand. Nur Sekunden nach dem ersten Schlag auf seine Finger jagt das schwere, hölzerne Ruder erneut hinab und zerschmettert die Knochen seiner zweiten Hand. Der Mann hat wahnsinnige Schmerzen, zwingt sich aber dazu, erneut den Bootsrand zu fassen. Die gebrochenen Finger versagen ihren Dienst und er rutscht ab, als das Ruder erneut wie ein Fallbeil auf den Rand aufschlägt. Nur ein letztes Mal schiebt sich seine linke Hand zum Rand hinauf. Das Ruder erwischt die Fingerspitzen. Blut spritzt. Der Mann schreit fürchterlich. Sabine holt erneut aus. Er lässt sich kurz unter Wasser sinken, um seine kaputten Hände zu kühlen und die leichte Schwerelosigkeit des Körpers im Salzwasser zum Tanken neuer Kraft zu nutzen. Einen Meter neben dem Boot kommt er wieder an die Oberfläche. Zu weit für das mörderische Paddel der Frau. Seine letzten Kraftreserven schieben seinen schmerzenden Körper weiter weg vom Boot in Richtung Strand. Sabine setzt sich auf die hölzerne Bank in der Mitte und schließt die Augen. Platz genug wäre, um sich hinzulegen und auszuruhen. Aber das traut sie sich nicht. Jederzeit das Wasser beobachten können, ist jetzt überlebenswichtig. Ihr Herz rast und alles tut ihr weh. Die Lunge wehrt sich bei jedem Atemzug. Die Beklemmung in der Brust geht Gott sei Dank langsam zurück. Nach einer ganzen Weile sieht sie, wie die Gestalt das Ufer erreicht hat. Dort bei den Felsen am Strand, wo sie gesessen haben. Der Mann schaut in ihre Richtung. Sie versucht sich zu sammeln. Quälend lange sitzt sie da und ist nicht in der Lage, irgendwas zu tun, für sich zu tun. An der Küste entlang rudern, es ist nur ein Ruder da. Warum eigentlich? Egal, es ist so. Schon 2 Stunden stehen sie sich gegenüber. Werner, der jetzt wartet. Irgendwann muss sie zurückkommen. Wenn sie mit dem Boot weg könnte, hätte sie es ja schon getan. Sabine auf dem Boot, verzweifelt wartend, bis der Mann am Strand weggeht. Aber warum sollte er? Er hat Zeit, er kann die Nacht dort warten. Die Schmerzen quälen ihn und er kann nichts tun. Geht er zu einem Arzt, muss dieser die Verletzung der Polizei melden. Ein Arbeitsunfall kann es ja nicht sein. Er ist Deutscher und als Tourist registriert. Weitere Stunden vergehen, beide verharren gegenüber, nur durch hunderte von Metern Wasser getrennt. 2 Menschen, die sich kennen und lieben gelernt haben, jetzt verhasst und gejagt. Der Tiger wartet auf die Gazelle, bis sie einen Fehler macht.